Der Untergang der Titanic ist eine Geschichte von großen Verlusten und Hochmut, aber für einige war es auch eine Geschichte des außergewöhnlichen Überlebens. Hier sind einige der bemerkenswertesten Menschen, die die schicksalhafte Reise überlebt haben und das Leben, das sie nach dem Untergang führten. Jack Thayer war 17 Jahre alt, als er während des Chaos von seinen Eltern getrennt wurde, und er blieb fast bis zum Ende an Bord der Titanic. Als das Schiff in den Wellen versank, sprang Thayer ins kalte Wasser und landete schließlich in der Nähe eines umgestürzten Rettungsbootes. Einige Männer halfen ihm beim Einsteigen und später wurde er von den Passagieren eines anderen Rettungsbootes aufgefangen. Thayers Mutter überlebte ebenfalls, sein Vater jedoch nicht. Thayer heiratete später und bekam 6 Kinder, aber er sprach nie über die Titanic. Er wurde Bankier und schien ein recht glückliches Leben zu führen, obwohl er Schiffe mied. Aber er konnte seine Erinnerungen nicht ewig verdrängen, und als seine Kinder allmählich das Alter erreichten, in dem er an Bord des untergegangenen Schiffes gewesen war, beschloss er, für seine Familie einen Bericht über den Untergang zu schreiben. Danach wurde er von seinen Erinnerungen ängstlich und verunsichert. Dann kam 1943 Thayers 22-jähriger Sohn beim Absturz seines Flugzeugs in den Pazifik ums Leben, ein Schicksal, das seinem eigenen so ähnlich war, dass es ihn verfolgte. 6 Monate später starb Thayers Mutter, nur einen Tag vor dem 32. Jahrestag des Untergangs. Die beiden Verluste lösten einen Nervenzusammenbruch und anhaltende Depressionen aus, und Thayer beging am 18. September 1945 Selbstmord. Einer der berühmtesten Passagiere der Titanic war John Jacob Astor Foer, ein wohlhabender Finanzier, der mit seiner 18-jährigen schwangeren Frau Madeleine in der ersten Klasse reiste. In den ersten Momenten nach der Kollision spottete Astor über die Idee, in ein Rettungsboot zu steigen, doch um 1:45 änderte er seine Meinung, half Madeleine in ein Rettungsboot und stand dann allein da, nachdem man ihm gesagt hatte, er könne nicht zu ihr. Er starb schließlich mit dem Untergang des Schiffes. Madeleine jedoch überlebte und wurde im Alter von 18 Jahren eine sagenhaft reiche Witwe. Doch ihr Reichtum war mit einer grausamen Einschränkung verbunden. Um das gesamte Geld des Astors zu behalten, musste sie für den Rest ihres Lebens unverheiratet bleiben. Madeleine blieb eine Zeit lang ledig, doch schließlich siegte die Liebe über sie. Sie entschied sich, auf das Vermögen zu verzichten, um einen Jugendfreund zu heiraten. Ihr zweiter Ehemann war allerdings nicht gerade arm und sie lebte bequem bis 1932, als sie sich auf eine schmutzige Affäre mit einem italienischen Preisboxer einließ. Das Paar heiratete ein Jahr später, obwohl sie beide bereits verheiratet waren und er sie häufig missbrauchte. 1937 war sie ihn endlich los, aber sie schenkte ihm zum Abschied $150.000. Er dankte es ihr, indem er die Geschichte ihrer turbulenten Ehe an eine Boulevardzeitung verkaufte. Madeleine starb 1940, Berichten zufolge an einem durch Drogen verursachten Herzversagen. Wir wissen viel über das Schicksal der Passagiere der ersten Klasse der Titanic. Weniger ist über die Passagiere der zweiten und dritten Klasse bekannt. Wir wissen, dass es ihnen bei der Katastrophe schlecht erging. 76% der Passagiere der dritten Klasse starben beim Untergang, gegenüber 58% der Passagiere der zweiten Klasse und nur 39% der Passagiere der ersten Klasse. Michael und Edmund Navratil waren Passagiere der zweiten Klasse und auch sie wurden entführt. Ihr französischer Vater hatte sie ohne das Wissen ihrer Mutter nach Amerika gebracht und sie reisten unter falschen Namen. Nachdem das Schiff den Eisberg gerammt hatte, lud ihr Vater die Jungen im Alter von 2 und 4 Jahren in ein Rettungsboot und ging dann mit dem Schiff unter. Die Jungen gingen dann anonym an Bord der Carpathia, einem Schiff, das ihnen zu Hilfe kam. Sie waren die einzigen überlebenden Kinder, die nicht von mindestens einem Elternteil oder einer erwachsenen Aufsichtsperson begleitet wurden. Sie sprachen auch kein Englisch, sodass sie den Behörden nicht sagen konnten, wer sie waren. Selbst nachdem die Behörden jemanden gefunden hatte, der übersetzte, wollte keiner der beiden Jungen auf Fragen etwas anderes antworten als "Ui". Schließlich sah die Mutter der Jungen ein Foto von ihnen in einer Zeitung und identifizierte sie. Sie hatte keine Ahnung, dass sie überhaupt an Bord der Titanic gewesen waren. Sie wurden wieder zusammengeführt und kehrten nach Frankreich zurück, wo sie bis an ihr Lebensende blieben. Edmund starb mit Anfang 40, Michael hingegen wurde 92 Jahre alt. Es bedarf einer besonderen Persönlichkeit, um eine Katastrophe nicht nur unbeschadet, sondern auch so unbeeindruckt zu überstehen, dass man sofort Pläne schmiedet, um von der Erfahrung zu profitieren. Diese besondere Person war Dorothy Gibson, der Stummfilmstar, der auf dem Heimweg von einem Paris-Urlaub war, als die Titanic den Eisberg rammte. Gibson ging an Bord eines Rettungsbootes und wurde zusammen mit ihrer Mutter und einigen Bekannten gerettet. Fast unmittelbar nach ihrer Ankunft in New York begann Gibson mit den Dreharbeiten zu dem Film Saved from the Titanic. Dabei handelte es sich um eine dramatische Darstellung des Untergangs, in der sie dasselbe Outfit trug, das sie in der Nacht der Katastrophe getragen hatte. Im Grunde spielte sie eine viel heldenhaftere Version von sich selbst. Nach Abschluss der Dreharbeiten heiratete sie den Filmpionier Jules Brulateur, doch 1919 ließen sie sich scheiden. Gibson zog nach Paris und landete während der schlimmsten Jahre des Zweiten Weltkriegs in Florenz, Italien. Im Jahr 1943 wurden sie verhaftet und in
ein Konzentrationslager der Nazis gebracht, wo sie schließlich in San Vittore inhaftiert wurde. Wahrscheinlich wäre sie dort gestorben, aber sie bezeichnete sich selbst als Nazi-Sympathisantin und Spionin. Sie wurde schließlich von einem Doppelagenten herausgeschmuggelt. Nach dem Krieg zog Gibson für kurze Zeit in das Pariser Ritz und starb im Februar 1946. Ein Schiffsunglück ist eine schreckliche Erfahrung, selbst wenn man es überlebt. Viele Überlebende der Titanic hatten Bedenken, wenn nicht sogar eine regelrechte Abneigung, jemals wieder ein Schiff zu betreten. Aber es gab einige Passagiere, die das Drama überstanden, und einer von ihnen war Charles Jourgain, der Bäcker des Schiffs. Jourgains Überleben ist ein Rätsel, denn nach eigenen Angaben trieb er mehr als 2 Stunden lang im Wasser, bevor er an Bord eines Rettungsboots gebracht wurde. Das Geheimnis seines Überlebens? Er war sehr, sehr betrunken, das ist zumindest die Legende. Nach seiner Tortur blieb Jourgain ein Schiffsbäcker. Und die Titanic war auch nicht sein letzter Schiffbruch. Im Jahr 1916 diente er auf einem Schiff namens SS Congress, das Feuer fing. Im Jahr 1941 wurde das Schiff, auf dem er diente, versehentlich von einem anderen Schiff gerammt. Und zwischen all diesen Katastrophen dient er auf anderen Schiffen, sodass die Schiffsbrüche ihn nicht zu stören schienen. Er starb 1956 nicht auf See, sondern in einem Krankenhaus. Die Offiziere an Bord der Titanic nahmen die Vorschrift Frauen und Kinder zuerst so ernst, dass es in einigen Fällen hieß, nur Frauen und Kinder. For the time being, I shall require only women and children. Einige der Boote liefen halb leer aus, weil es nicht genügend Frauen und Kinder gab, die bereit waren, die vermeintliche Sicherheit des Schiffes für ein winziges Rettungsboot zu verlassen. Infolgedessen wurden einige der männlichen Überlebenden nicht besonders gut behandelt. Zum Beispiel Masabumi Hosono, der einzige japanische Staatsbürger, der den Untergang überlebte. Der Offizier, der die Boote in der Nähe von Hosono belud, verkündete, dass noch 2 Plätze frei seien, und Hosono war einer von 2 Männern, die an Bord gingen. Er überlebte den Untergang, wurde aber in seinem Heimatland berüchtigt. Hosono wurde von der japanischen Öffentlichkeit beschämt, weil er überlebt hatte, während so viele andere umgekommen waren. Seine Geschichte erschien sogar in Lehrbüchern als Beispiel für schändliches und unethisches Verhalten. Hosono lebte bis 1939, aber er erholte sich nie von dem Makel seines Überlebens. Auch seine Familie litt darunter, und über mehrere Generationen hinweg war der Name Hosono in Japan ein Synonym für Schande. Erst als Hosonos Enkel einige seiner Schriften veröffentlichte, begann die Schande endlich zu verschwinden, doch leider geschah dies nicht mehr zu Hosonos Lebzeiten. Die Titanic hatte 2 weniger bekannte Schwesterschiffe, die Olympic und die Britannic. Zwischen der Olympic und der Titanic wurde die Titanic als das größte Schiff angepriesen, aber sie war nur etwa 3 Zoll länger. Die Britannic wurde nach der Titanic-Katastrophe gebaut und verfügte daher über die neuesten Sicherheitseinrichtungen, sank aber trotzdem 3-mal so schnell wie ihr Schwesterschiff. Passagierschiffe brauchen Kellner, und eine der Bediensteten an Bord der Olympic war die 24-jährige Violet Jessop. Jessop erlebte ihren ersten Unfall auf See im Jahr 1911, als die Olympic mit der HMS Hawke zusammenstieß. Das Schiff ging jedoch nicht unter. Danach überlebte sie die Titanic und wechselte dann auf die Britannic, wo sie im Ersten Weltkrieg als Krankenschwester diente. Jessop überlebte auch den Untergang der Britannic, nachdem sie 1916 auf eine Mine gelaufen war. Trotz des viel schnelleren Untergangs kamen nur 30 der 1660 Menschen an Bord der Britannic ums Leben. Jessop ließ sich nicht entmutigen und arbeitete weiter auf Schiffen, zunächst für die White Star Line und später für die Red Star Line und die Royal Mail Line. Im Jahr 1950 ging sie in den Ruhestand und starb 1971 im Alter von 84 Jahren. Viele Menschen, die den Untergang der Titanic überlebten, erlitten ein lebenslanges Trauma. Viele litten unter der Schuld der Überlebenden, aber einige lebten mit dem Gefühl, dass sie etwas hätten tun können, um die ganze schreckliche Katastrophe zu verhindern. Einer dieser Menschen war Frederick Fleet, der den Eisberg gegen 23.40 Uhr vom Mastkorb aus entdeckte. Er läutete die Glocke und rief zur Brücke hinunter, um vor einem herannahenden Eisberg zu warnen. Iceberg, right ahead! Aber er war nicht schnell genug, und der Eisberg schrammte an der Steuerbordseite des Schiffes entlang, als die Besatzung nach Backbord auswich, um ihm auszuweichen. Fleet wurde angewiesen, ein Rettungsboot zu rudern, und so gelang es ihm, dem Untergang zu entgehen. Bis an sein Lebensende behauptete er, dass die Tragödie hätte vermieden werden können, wenn der Mastkorb ein Fernglas gehabt hätte. Fleet verließ einige Monate nach der Katastrophe die White Star Line und arbeitete bis 1936 auf See. Danach arbeitete er als Schiffsbauer. Er heiratete und bekam eine Tochter, doch als seine Frau 1964 starb, warf ihn sein Schwager aus dem Haus, das ihm gehörte und in dem das Paar gelebt hatte. Nur 2 Wochen später beging Fleet Selbstmord.
Wenn man sich vor der Welt rühmt, dass das eigene Schiff unsinkbar ist und dann sinkt es, sollte man vielleicht dafür sorgen, dass man mit ihm sinkt. Zumindest war das der öffentliche Konsens über J. Bruce Ismay, den Präsidenten der White Star Line. Er ging bei der Jungfernfahrt der Titanic an Bord und war einer der wenigen Männer, die einen Platz in einem Rettungsboot bekamen. An Bord der Carpathia bestand Ismay auf eine Privatkabine und verbrachte den Rest der Reise unter dem Einfluss von Opiaten. Als er die Carpathia verließ, wurde Ismay heftig kritisiert. Es war seine Entscheidung gewesen, die Zahl der Rettungsboote an Bord des Schiffes zu begrenzen, und er hatte beschlossen, in der Nacht des Zusammenstoßes mit hoher Geschwindigkeit durch das Eisfeld zu fahren. Ismay wurde zwar offiziell freigesprochen, doch sein Ruf erholte sich nie wieder. Er trat 1913 von seinem Posten bei der White Star Line zurück und verließ London, um sich in Irland ins Exil zu begeben. Er lebte bis Anfang der 1920er Jahre in einem stattlichen Herrenhaus, das von der irisch-republikanischen Armee bis auf die Grundmauer niedergebrannt wurde. Er baute es wieder auf und lebte in relativer Anonymität bis 1937, als er an einem Schlaganfall starb. Das klappbare Rettungsboot B kippte um, als die Offiziere versuchten, es von seinem Lagerplatz herunterzuholen, und zu diesem Zeitpunkt war die Titanic praktisch gesunken. Etwa 30 Männer, darunter der 59-jährige Passagier der ersten Klasse, Archibald Gray IV, fanden den Weg zum Boot und überlebten, indem sie sich auf das Boot stellten. Da so viele Menschen darauf standen, war das Boot ziemlich schwer, sodass sie alle knietief im Wasser standen. Schließlich wurde Gray von einem anderen Rettungsboot aufgenommen, aber als er an Bord der Carpathia kam, war er bereits unterkühlt. Gray erholte sich nie von der Katastrophe. Er starb im Dezember 1912, etwa 8 Monate nach dem Untergang. Seine letzten Tage verbrachte er jedoch produktiv, denn er schrieb ein Buch mit dem Titel The Truth About the Titanic, das 1913 posthum veröffentlicht wurde. My book will differ from the others, that having been written, presented almost entirely from the human side and given my personal experience. Eine der berühmtesten Passagiere der Titanic war Molly Brown, die nach der Katastrophe zu Recht als die unsinkbare Molly Brown bekannt wurde. Nachdem das Schiff den Eisberg gerammt hatte, machte sich Brown sofort daran, anderen Menschen beim Einsteigen in die Rettungsboote zu helfen. Sie versuchte nicht, selbst eines zu besteigen, und landete erst an Bord, als sie kurzerhand in eines geworfen wurde. Das Boot war nicht ausgelastet, und sie flehte den Verantwortlichen an, zurückzufahren und Menschen aus dem Wasser zu retten. Everything that was humanly possible has been done. An Bord der Carpathia angekommen, nahm sich Brown keine Zeit für ihre eigene Erholung. Sie gründete einen Wohltätigkeitsfonds, um armen Passagieren zu helfen, und sie sammelte Decken, um sie den Menschen zu geben, die in den Gängen und im Speisesaal des Rettungsschiffs schliefen. Nach der Landung in New York wurde Brown zu einer entschiedenen Verfechterin von Themen wie dem Frauenwahlrecht und den Rechten der Arbeiter. Sie kandidierte sogar für den Senat. Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs trat sie dem Roten Kreuz bei und reiste schließlich nach Übersee, um beim Wiederaufbau Frankreichs zu helfen. Sie starb 1932 im Alter von 65 Jahren im Schlaf. Melvina Dean, Passagier der dritten Klasse, war erst 2 Monate alt, als die Titanic unterging. Sie, ihre Mutter und ihr Bruder gehörten zu den ersten Passagieren, die das sinkende Schiff verlassen konnten. Ihr Vater, der ihnen half, sich auf das Bootsdeck zu retten, bevor die Menschenmassen eintrafen, überlebte nicht. Dean konnte sich an die Ereignisse nicht erinnern und führte ein langes, weitgehend normales Leben. Nach dem Untergang gab ihre Familie ihre Pläne, nach Kansas auszuwandern, auf und kehrte an Bord der RMS Adriatic nach England zurück. Sie wurde Sekretärin und lebte ein ziemlich ruhiges Leben, bis in den 1980er Jahren das Interesse an dem Untergang plötzlich wieder auflebte. Dean war die jüngste Überlebende der Titanic und auch die letzte überlebende Passagierin. Sie starb im Jahr 2009 im Alter von 97 Jahren. Ihre Asche wurde in Southampton verstreut, an denselben Docks, an denen die Titanic in See stach.